So Leute, da sind wir beim nächsten Video und es ist mal wieder ein Deck-Tag und das ist ein Deck-Tag, über das ich mich besonders freue, weil es eins der ältesten Decks ist, die ich besitze, mit neuem Glanz, neuer Strategie und neuer Basis, was ultra, ultra cool ist. Starten würde ich hierbei mit einer Sideboard-Karte, weil wir spielen einen Companion. Wisst ihr noch, Companion, diese total brokene Sache, die dann nicht mehr so broken war und jetzt niemand mehr spielt? Wir spielen den, und zwar spielen wir einen Gigant Cyberclaw Terror. Wer kennt ihn nicht? Spaß beiseite. Ich mag tatsächlich hiervon die Godzilla-Karte. Ich finde die Godzilla-Karte gut gelöst und dementsprechend benutze ich hier Gairuda Doom of Depths als Godzilla-Karte. 6 Mana, 6-6 kann unser Companion sein, wenn unser Startdeck, also unser Mainboard, nur aus geraden Mana-Kosten besteht. Wenn er ins Spielfeld kommt, dann können wir 4 Karten von jedem Spieler vom Deck auf den Friedhof legen und können dann von diesen 4 Karten jeweils, also 8 Karten insgesamt, eine Karte, und zwar eine Kreaturkarte, mit geraden Mana-Kosten wählen und sie ins Spielfeld bringen. Hierbei ist wirklich wichtig, gerade Mana-Kosten und was auch interessant ist, wenn unser Gegner mit sowas wie Rest in Peace oder ähnlichem arbeitet, können wir auch aus dem Exile diese Karten eben ins Spiel bringen. Deshalb werdet ihr auch im Mainboard nur gerade Mana-Kosten sehen. So, aber bevor wir zum Mainboard kommen, also zum richtigen actiongeladenen Karten-Mainboard, müssen wir jetzt erstmal das Langweilige widmen. Mana-Basis. Wir spielen eine Blau-Weiß-Version. Dementsprechend spielen wir zweimal Flooded Strand, das ist das blau-weiße Fetchland, Tappen opfern, suchen für eine Insel oder eine Ebene. Ich glaube, ich muss das nicht viel erklären, aber ich erkläre es trotzdem mal. Dann spiele ich ein Duel, eine Tundra, kann man damit suchen, macht blaues oder weißes Mana, es ist eine gute Karte. Dann spiele ich eine Insel, hey. Dann spiele ich eine Ebene. Warum hier eine Snow-Covered-Ebene? Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach eine Ebene genommen, die ich im Ordner hatte. Dazu haben wir die Nicht-Basic-Länder, die Farben machen. Wir haben einmal das Caracas, eben hier für weißes Tab oder eine legendäre Kreaturzug auf die Hand geben. Ist bei uns relevant, weil damit können wir eben zum Beispiel Gairuda-Zug auf die Hand nehmen, was sehr, sehr cool ist, um ihn wieder auszuspielen. Oder wir können auch andere Karten von Gegner oder von uns Zug auf die Hand geben, was sehr, sehr cool ist. Und wir spielen zweimal Sitz der Synode oder Seat of the Synod in amerikanischem Englisch, was schlecht ist, weil ich schlecht in Englisch bin. Ist ein Artefaktland, tappen für ein blaues. Das ist, wie ihr sicherlich euch vorstellen könnt, relevant, weil es ein Artefakt ist. Dazu spielen wir 4-mal Cavern of Swords. Das ist halt schon, wir haben halt in diesem Deck, das kann ich schon mal spoilern, nur Artefakte und Kreaturen drin und Planeswalker, aber die sind farblos, die zählen nicht. Dementsprechend brauchen wir nur farbloses oder farbiges Mana für meistens Humans und dementsprechend landet diese Cavern of Souls ganz, ganz oft auf Humans oder auf Construct. Spoiler, Spoiler. Und dann haben wir, wie immer, in solchen Decks, da wir gerade Mana-Kosten spielen, versuchen wir halt diese ungeraden Mana-Kosten wie das dritte Land zu überspringen. Dementsprechend spielen wir halt 4 Engine Dooms. Das überspringt das erste Land, weil das ist ja auch eine ungerade Zahl. Damit können wir nichts anfangen. Wir versuchen auf jeden Fall 2 Mana in der ersten Runde zu haben. Genauso versuchen wir das mit City of Traitor. Auch diese macht 2 Mana. Der Unterschied, Engine Doom macht uns Schaden. City of Traitor müssen wir opfern, wenn wir ein anderes Land spielen. Ihr seht schon, die Mana-Basis ist super instabil, inkonstant und was nicht alles. Und das ist halt auch schwierig, sag ich mal. Es ist wirklich schwierig. Und ihr müsst mit diesem Deck besonders lernen, welche Starthände ihr mit welchem Mana halten könnt. So, dann kommen wir mal zum größten Teil dieses Decks. Nein, es sind nicht Länder das größte Teil. Es sind Artefakte. Wir spielen 4 Chalice of the Void, Doppel-X und wir legen Lanus-Marke drauf. Zauber, die gecastet werden, die Mana-Kosten gleich der Lanus-Marken haben, werden gekontert. Setzen wir halt auf 1, auf 3, auf irgendeine ungerade Zahl, die uns egal ist, weil ungerade Zahlen sind uns egal, weil wir spielen alles gerade. Ich kann es nicht oft genug sagen. Interessanterweise, diese Karte hat eine CMC, also eine Converted Mana-Kost von 0. Und 0 ist in Magic-Universum gerade. Und ich glaube auch im normalen Universum. Dann spielen wir 4-mal Defense Grid, was einfach daran liegt, dass wir keine Trinisphäre spielen können. Kostet halt 3 Mana. Aber Defense Grid sagt eben auch, im Gegnerzug kosten unsere Spells 3 Mana mehr. Wir haben keine Zauber, die wir im Gegnerzug spielen können. Und die Spells vom Gegner, die er in unserem Zug casten möchte, kosten auch 3 Mana mehr. Also prinzipiell auch eine Trinisphäre, was ziemlich, ziemlich gut ist, weil uns tangiert diese Karte überhaupt nicht. Den Gegner dürfte die sehr, sehr stören. Dann haben wir das gute alte Bubble Package
bestehend aus 4x Urzas Bubble. Können wir tappen, eine Random Karte von der Gegnerhand angucken und zum Beginn des nächsten Upkeeps eine Karte ziehen. Und eben der Mishras Bubble. Man könnte ja auch mehr Mishras Bubble spielen, weniger Urzas Bubble oder. Sucht euch aus, wie ihr die 6 Bubblen belegt. Diese sagt halt, wir schauen uns nicht die Hand an, sondern die oberste Karte des Gegnerdecks. Also eine Random Karte vom Hand und eine Random Karte oben vom Gegnerdeck. Und zu Beginn des nächsten Upkeeps ziehen wir eine Karte. Dementsprechend müsst ihr euch sehen. Ich finde es immer schöner zu sehen, was euer Gegner auf der Hand hat. Es gibt Leute, die sagen, okay, wenn der Gegner keine Handkarten hat oder eh nicht spielen kann, ist es mir lieber zu sehen, was er zieht. Dann haben wir 4 Mox-Opale. Auch hier, wir versuchen in der ersten Runde 2 oder 4 Mana hinzubekommen. Mox-Opal hilft uns dabei eben als eine Art von Land. Und da wir Chromox zum Beispiel nicht spielen können, weil wir haben, wie ihr seht, wenig farbige Karten, die wir reinschmeißen können, dafür mehr Artefakte, spielen wir eben den Artefakt-Mox, der Mana macht, wenn wir 3 oder mehr Artefakte kontrollieren. Dann haben wir Lotus Petal. Lotus Petal ist Tappen off, wenn wir kriegen 1 Mana. Das ist nicht der Black Lotus, das ist die schlechte Version. Das ist nur eine Blüte vom Black Lotus. Und die gibt uns halt nur 1 Mana. Und wir müssen sie opfern. Aber auch das ist ganz okay. Kann man mitarbeiten. Und dann haben wir die Karte, die dem Namen seinen Kombo-Titel gibt, obwohl der Grund, warum es diese Karte, warum diese Kombo so heißt, nicht mehr existiert in diesem Deck. Egal, wir spielen 3 Lines Eye Diamonds, 0 Mana-Artefakt, wir können das opfern, unsere Hand abwerfen und 3 Mana bekommen. Das ist wirklich, wirklich relevant, da kommen wir jetzt gleich zu, weil das ist die Kombo, um die sich dieses Deck dreht. Ich habe jetzt mal eine liegen gelassen, wenn wir zu den Kreaturen kommen, denn dann fangen wir auch direkt mit der Kombo-Kreatur an. Und zwar der Auroken Salvager. Hier eben 4 Mana Human, 2/4. Für 2 Mana bringen wir ein Artefakt aus dem Friedhof, Mana kosten 1 oder weniger, auf die Hand zurück. Bedeutet, wir können für 2 Mana das Lion's Eye Diamond wieder vom Friedhof zurück auf die Hand nehmen, es wieder neu ausspielen und haben damit 1 Mana gemacht. Und das machen wir dann 200, 300, 400 Mal und haben dementsprechend so viel farbiges Mana. Früher wurde dann hier eine Spellbomb benutzt, eine rote Spellbomb, um eben dann diese so oft aus dem Friedhof zu casten, um den Gegner umzubringen, weil, wie gesagt, man hat Infinite Mana, was wirklich, wirklich gut ist. Heutzutage geht das ein bisschen einfacher. Man spielt eine Karte, die auch alleine ganz gut ist. Man spielt 3 Walking Ballistas. XX00 kommt mit X+1/+1 Marken ins Spiel. Für 4 Mana können wir noch eine Marke drauflegen. Das heißt, wenn wir schon eine im Feld liegen haben, können wir auch mit dieser Combo einfach unendlich Marken drauflegen. Oder wir können eben eine Marke runternehmen und einen Schaden schießen. Was eben dazu führt, dass wir eben Infinite Schaden schießen können. Sie ist halt wesentlich besser, als so eine random, doofe Spellbomb im Deck zu haben. Trotzdem heißt das Deck weiterhin Bomberman, weil wir haben ihn als Bomberman, wir haben das als Mana und danach schießen wir die Bombe ins Gesicht. Ansonsten hat das Deck noch eine weitere Kreatur. Wie gesagt, wir spielen Humans noch ein bisschen und zwar den guten Ursa. Auch hier, er ist gerade Mana-Kosten, was halt super wichtig ist. Deshalb wird er gespielt und die Emry nicht. Auch wenn Emry in diesem Deck wahrscheinlich sogar besser wäre, um Galruda spielen zu können, verzichten wir darauf. Ursa, 4 Mana, 1/4. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir einen 0/0 Colorless Construct Token und die kriegt +1/+1 für jedes Artefakt, das wir kontrollieren. Und wir können Artefakte tappen für ein blaues, was ganz cool ist. Und wir können für 5 Mana unser Deck shuffeln, die oberste Karte unseres Decks umdrehen und diese Karte ins Exil tun und sie dann spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, was sehr, sehr mächtig sein kann. Manchmal auch einfach nur Quatsch ist. Aber trotzdem hier sehr, sehr coole Karte. Auch einfach, wenn wir Infinite Mana haben, können wir das so oft um Infinite machen, wie wir wollen und können dann eben schauen, dass wir was finden, was wir brauchen. Wir können dann zum Beispiel die Ballista spielen, also die Ballista finden, können sie für 0 spielen, weil wir spielen sie ohne Mana-Kosten zu bezahlen. Sie geht in den Friedhof und danach können wir, was ja auch die Möglichkeit ist, mit dem Salvager diese Karte aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen und sie dann eben für unendlich Mana halt spielen. Was einfach eine super schöne, in sich konstante, geschlossene Aktion ist. Ursa alleine im Beatdown kann eben auch dazu führen, dass dieser 0-0er-Token auch mal das Spiel beendet. Deshalb spiele ich tatsächlich noch einen Khan Skyen auf Ursa. Dieser Khan Planeswalker sagt eben +1. Wir decken 2 Karten von unserem Deck auf. Wir lassen dem Gegner dann die Wahl, welche von beiden Karten wir auf die Hand nehmen und welche mit einem Silver-Counter exiliert wird. Bei -1 nehmen wir eine Karte mit einem Silver-Counter im Exil zurück auf die Hand
Und bei minus 2 kriegen wir eben nochmal so ein Konstrukt, was sehr, sehr mächtig ist, weil wenn wir dann 2 bis 3 bis 4 solche Konstrukte haben, gerade mit Caracas, das ist ein richtig guter Beatdown-Plan. Und gerade weil er auch mit 4 Mana, mit 5 Marken reinkommt, macht er auch 2 von diesen Konstrukten. Und diese Konstrukte haben schon mehr als einen Spieler umgebracht. Aber dieser Khan ist nicht alleine der Khan, den wir spielen. Wir spielen logischerweise auch 4-mal Khan the Great Creator. Auch hier 4 Mana, kommt mit 5 Marken rein, Artefakte, die der Gegner kontrolliert, haben keine aktivierten Fähigkeiten. Plus 1, wir können bis zum nächsten Zuges einen Nicht-Kreaturen-Artefakt zu einem Kreaturen-Artefakt machen, mit Stärke und Widerstandskraft gleich der Mana. Und was ich besonders cool finde, ist der Minus-2-Effekt. Wir können uns ein Artefakt aus unserem Sideboard, also das wir besitzen, aber halt im Exil ist oder im Sideboard, wichtig auch aus dem Exil, aber hauptsächlich im Sideboard, suchen und es auf die Hand nehmen, was uns halt noch zu einer Lockdown-Kombo bringt. Und diese kann man halt überall gut splicen, weshalb man wirklich, man hat einen Combo-Part, man hat einen Beatdown-Plan, man hat einen Lockdown-Plan und man hat immer noch Garuda. Und das ist halt, das ist cool und das mag ich an diesem Deck. Und ja, dementsprechend kommen wir gleich mal dazu, was noch alles so ist. Jetzt gucken wir uns erstmal das Sideboard an. Wie ja schon erwähnt, Garuda. Und danach gucken wir uns mal an, was wir so an Targets haben, sage ich mal, für Khan the Great Creator. Wir haben auf der einen Seite einen gläsernen Sarg, einen Glass Casket. Das ist ein 2-Mana-Artefakt, was, wenn es ins Spiel kommt, eine Kreatur mit Mana-Kosten 3 oder weniger, das der Gegner kontrolliert, ins Exil schickt. Und ja, wenn der Glass Casket das Spiel verlässt, bekommt der Gegner diese Kreatur wieder. Ist halt besonders wichtig, wenn der Gegner irgendwie mit Meddling Mage oder anderen Karten unsere Walking Ballista angesagt hat, weil das sehr, sehr ärgerlich ist, logischerweise. Hiermit können wir das aus dem Weg räumen, auch eine Talia oder Ähnliches können wir damit einfach mal weghauen und das ist halt gerade Mana-Kost. Falls wir keine Walking Ballista finden und trotzdem die Bomberman-Kombo und den Khan haben, haben wir hier eine Walking Ballista im Sideboard, die wir raussuchen können mit dem Khan, um halt das Spiel zu gewinnen. Genau dasselbe ist mit dem Lion's Eye Diamond, einfach nur um die Chance zu erhöhen, das Lion's Eye Diamond zu ziehen. Für die Kombo können wir das hier aus dem Khan einfach rausziehen. Die Lockdown-Kombo, die ich angesprochen habe, ist Mykosumpf Lettuce. Ist ein 6-Mana-Artefakt, was sagt, alle Permanenten im Spiel sind Artefakte und Karten, die nicht im Spiel sind oder Spells sind, sind farblos und Mana können beliebig ausgegeben werden. Mit Khan bedeutet das, der Gegner kann keine aktivierten Fähigkeiten in seinen Ländern mehr benutzen, hat keine Mana-Abilities, keine Planeswalker-Abilities, keine Kreaturen-Abilities, nichts mehr. Im Normalfall bedeutet das, der Gegner gibt auf. Manchmal versuchen sie noch, den Khan runterzuprügeln und dann weiterzuspielen. Dafür haben wir eine zweite Karte hier, und zwar die Ensnaring Bridge. Ja, das Ding kostet 3 Mana. Das ist für Garuda aber kein Problem, denn Garuda interessiert sich nur fürs Mainboard. Der Glass Casket ist halt ein Artefakt, deshalb kann man den tutoren. 3 Mana Artefakt, was eben sagt, Kreaturen mit Stärke gleich mit Stärke höher der Handkarten, die man hat, können nicht angreifen. Das bedeutet, wenn wir 3 Handkarten haben, können keine 4-4 Kreaturen uns angreifen, sondern nur eine 3-3 Kreatur oder 2-2 oder 1-1 oder ähnliches. Dahinter kann man sich auch mit diesem Deck sehr, sehr gut verstecken. Dann haben wir ein Tormund's Crypt. Tormund's Crypt ist so die einfache Version von, hey, cool, ich habe Game 1 was gegen Gravejud-Decks. Das ist auch schon manchmal zum Tragen gekommen, einfach nur, dass man Turn 2 Khan legen kann, Tormund's Crypt sucht, Tormund's Crypt spielt und der Reanimator-Spieler, der einfach nur Entomben wollte, kann eben nichts mehr machen. Super, super cool. Gehört auf jeden Fall in das Sideboard dran. Und dann nochmal ein weißes Artefakt, was man auch mit Khan suchen kann. Ein Ethersworn Canonist. Diese 2-Mana-Artefakt-Kreatur sagt halt, dass Spieler nur noch einen Nicht-Artefakt-Zauber pro Runde spielen können. Knapp die Hälfte unseres Decks sind Artefakte, irgendwie ein Viertel sind Länder und die anderen Sachen sind uns relativ egal, davon spielen wir nur eine maximal pro Zug. Dementsprechend ist das hier für uns kein Nachteil, sorgt aber dafür, dass der Gegner eben weniger interagieren kann und vielleicht den ersten Artefakt-Zauber kontert, aber den zweiten dann nicht mehr, weil er nicht mehr kontern darf. Soviel zu den Artefakten. Dann kommen wir zu den allgemeinen Karten hier drin. Wir haben noch 2-mal Containment Priest. Containment Priest als 2-Mana 2-2 Kreatur, die man mit Garuda finden kann, die eben dafür sorgt, dass man Nicht-Spielstein-Kreaturen, die ins Spiel kommen, die nicht gecastet wurden, eben exilen kann, was gut ist gegen Reanimator und andere Sachen, was aber nicht den Friedhof tangiert in unserem Bereich. Weil wenn wir hier in Rest in Peace spielen würden, würde das dafür sorgen, dass wir eben keine Combo mehr machen können, was sehr, sehr schade wäre. Dementsprechend spielen wir 2-mal Containment Priest. Dann spielen wir 3-mal eine meiner Lieblingskarten, Meddling Mage. Für ein blaues, ein weißes ist eine 2-2er, der sagt, wenn ein Spieler kommt, sagen wir eine Karte an, der Gegner darf diese Karte nicht mehr spielen. Hin und wieder mal spiele ich statt den Ethersworn Kanonisten auch
ein Phyrexian Revoker, der eben eine Pithy Needle ersetzt. Aber dieser Meddling Mage ist halt, man droppt ihn einfach und sagt einen Combo-Piece an und die Gegner sind verwirrt, weil sie denken, Force of Will kostet 5, Force of Negation kostet 3, der Gegner hat nichts gegen meine Combo, ich gewinne jetzt einfach. Und dann liegt man auf der Meddling Mage und sagt, Storm, Zauber, XY oder Show and Tell oder andere Sachen. Und der Gegner kann nicht mehr dagegen. Oder man protectet damit tatsächlich seine Combo, indem man zum Beispiel sowas sagt wie Force of Will oder andere Sachen. Sehr, sehr cool. Und dann kommen wir zu einer Karte, die einfach eine krasse Überlegung dieses Decks ist, wie ich finde. Wo ich beim ersten Mal gar nicht drauf gekommen bin, weil ich mir dachte, hä, es gibt doch bessere Versionen. Aber wir spielen zwei Seal of Cleansing. Diese Verzauberung kann man opfern, um Artefakt oder Verzauberung zu zerstören für 2 Mana. Zum Beispiel auch eine Trinisphäre, weil die sorgt halt dafür, dass wir nicht mehr gewinnen können. Ist halt aber ganz witzig, weil wir können sie spielen einfach so und können sie dann später benutzen, wohingegen wir zum Beispiel sowas wie ein Disenchant oder andere Instant-Zauber beim Lineside damit abwerfen würden und dementsprechend diese Karten nicht mehr zur Verfügung hätten, wohingegen wir das Seal of Cleansing immer wieder weiter benutzen können, weil es am Feld liegt. Natürlich weiter benutzen, einmalig natürlich. Aber es ist so, so smart und ich habe es am Anfang nicht verstanden, warum alle Leute das machen. Und ich stand da mit meinen Disenchant und dachte mir, die sind doch auch cool. Warum spielt niemand Disenchant? Und ja, dann ist es mir ein bisschen irgendwann wie Schuppen vor den Augen gefallen. Dementsprechend auch hier 2 Seal of Cleansing. Das war das Sideboard. Gucken wir uns mal an, warum ich das Deck so mag. Ich liebe dieses Deck, weil es die Bomberman-Kombo hat. Ich mag die Bomberman-Kombo. Es war eine der ersten Kombos, die ich mir geholt habe, weil ich mir durch Dredge eben früh die Lions of Diamond gekauft habe und mir dann gedacht habe, was kann man denn noch damit machen? Und dann ist mir aufgefallen, man kann damit Bomberman. Und das fand ich damals ganz cool. Das war noch bevor ich Storm gebaut habe. Deswegen ist das für mich so ein kleiner Nostalgietrip. Zum richtig krassen Nostalgietrip will ich euch auch noch mit hinnehmen, aber das kann noch ein bisschen dauern. Das Deck bin ich auch noch am Bauen. Ich mag das Deck, weil es eben diese Bomberman-Kombo hat, weil man eben mit Defense Grid und Chalice of the Void sich richtig gut verteidigen kann und sehr, sehr viele Delver-Decks und ähnliche einfach Probleme haben, wenn man hinter einer Defense-Grid sitzt, mit einem Cavern of Soul und einem Chalice of 1 und die einfach nur weinen und gar nicht wissen, was sie machen sollen gegen dieses Combo-Deck, weil es einfach übermächtig ist. Und auch gegen andere Midrange-Decks oder ähnliches, ist einfach mit Ursa, mit Khan, mit einem anderen Khan, das sind einfach so mächtige Midrange-Kreaturen, wo man dann halt auch einfach diesen Midrange-Faktor mit einberechnen muss und sie einfach die Midrange-Decks teilweise richtig hart umbumst. Das ist richtig, richtig cool. Auch hier mit Garuda, dass man immer mal wieder, auch wenn man einen schlechten Draw hat, einfach mal auf Garuda zurückgreifen kann. Vielleicht eine Kreatur vom Gegner findet, die ganz cool ist, die man benutzen kann. Oder eben einen Ursa oder einen Auroken Salvager. Halt auch mal selber ziehen kann und die damit auch mal randommäßig gewinnen kann, ist mir auch schon passiert. Das Problem dieses Decks ist die Mana-Basis. Die Mana-Basis ist super inkonstant und oftmals bricht man einfach daran, dass man keine Interaktion, keine Combo, ja, alles in dieser Richtung findet. Es gab mal die Möglichkeit, dieses Deck in Schwarz-Weiß zu spielen, wo man eben sowas wie Ursa ausgetauscht hat gegen Dark Confident. Ich hatte aber das Gefühl, ich habe euch in letzter Zeit genug Dark Confident Decks gezeigt, dass ich euch nochmal hier ein Ursa-Deck zeigen wollte. Auch den habe ich euch in letzter Zeit ziemlich häufig gezeigt, fällt mir auf. Oder werde ich noch zeigen? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. So oder so, auf jeden Fall, es gibt noch eine Schwarz-Weiß-Version, die ich euch irgendwann auch mal vorstellen möchte und auch noch bestimmt werde. Und ihr werdet dieses Deck wahrscheinlich auch noch ein paar Mal sehen, weil ich liebe dieses Deck. Ich finde es großartig, ich finde es super, es macht so viel Spaß. Wie gesagt, man muss es lernen, man muss ganz hart mit der Mana-Basis umgehen können und das kann ich noch nicht. Trotzdem habe ich Spaß. Ich glaube, das sagt einiges aus und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.